Ich war nie in der Schmiede drin. Ist es nicht so, dass ich da aufgewachsen bin und da immer rumgeklütert habe als Kind? Mein Vater hat gesagt, ja, wie wäre das denn, wenn du Schmied wirst? Und ja, weiß ich auch nicht. Und ich glaube, ich habe einfach ja gesagt, mache ich. Das ist, hier selbst ist der Mann in den 60er Jahren, Augenblick mal, das ist jetzt Oktober 59. 1959 bin ich mit meiner Lehre angefangen. Und da gab es eben diese Zeitschrift, selbst ist der Mann, die wurde tüchtig gekauft. Und da haben wir jeden Monat, ja, war ich da drin und wir haben verschiedene Berufe, emaillieren und was haben wir hier, das Löten und immer so diese, auch immer mit Glas gearbeitet und immer so verschiedene Richtungen gemacht. Du hast gerade schon gesagt, das Titelbild hat dir nicht gefallen? Nee, damals weiß ich wohl, dass mir das überhaupt nicht gefiel. Und heute finde ich das sehr nett. Ja, da kam ein Fotograf irgendwann zu uns und in die Werkstatt und der war so begeistert und der arbeitete hier für diese Zeitschrift. Ja, und dann kam der jeden Monat und fotografierte dann so ein Stück. Und dann ging es weiter. Ich glaube nicht, dass ich da groß drüber nachgedacht habe, ob ich da stolz war oder so. Das war, weiß ich auch nicht, wie selbstverständlich, glaube ich. Und da hat sich nichts geändert. Also, das ist heute auch. Ist nicht so, dass ich wie wild sammel, wo wird was veröffentlicht oder so. Gar nicht. Das hat man gemacht und dann ist auch wieder vorbei. Aber so ein bisschen eitel musst du ja schon gewesen sein, wenn du zum Beispiel dann die Schutzbrille nicht aufsetzen wolltest. Ja, ja. Das muss wohl so gewesen sein. Das ist dieses Bild hier. Was ich auch ganz niedlich finde heute. Und wenn ich die Brille aufgehabt hätte, klar, da hätte man mich ja nicht gesehen. Das ist schon richtig. Da habe ich aber anschließend auch, hat mich jeder darauf angesprochen und hat gesagt, es geht ja gar nicht. Ich habe Briefe gekriegt hier. Bitterböse Briefe, dass ich die Brille nicht auf hatte. Sehe ich auch ein. Jetzt. Die Überschrift finde ich super. Ja, habe ich mich auch drüber aufgeregt. Warum? Damals, weil ich das ganz fürchterlich fand. Meisters Töchterlein führt vor. Töchterlein, ja, heute kann ich darüber lachen. Aber ich weiß, dass ich da ganz entsetzt drüber war. Früher. Ja. Taufschein für Fräulein Edda Sandstede, streitbare Schmiedegesellin zu Aachen. Getauft wurde sie unter genauer Beobachtung. Nein. Ja, so war's. Getauft wurde sie unter genauer Beachtung der Fräuleins gegenüber anzuwendenden Manierlichkeiten anno 1965
im Wonnemonat Mai, den 31. Sie entstieg dem Wonnebecken der Abteilung Schmiede als erstes trinkfestes weibliches Mitglied. Und dann haben sie ja alle unterschrieben. Ja, das ist ja herrlich, herrlich. Und dann wurde ich in ein Becken getaucht, geschmissen wurde ich mit allem Mann. Und das war das Becken, was direkt am Feuer war. Und ich passte tatsächlich rein, wie man sieht. Und dann hat man mich untergetaucht und dann musste ich ein Bier ausgeben. Oder mehrere Biere ausgeben. Das steht, glaube ich, und dann sind hier die Zeugen. Ja. Ach, dem Kunstschmied Edda Sandstede wurde anno 1965 in Aachens Werkkunstschule die Taufe der Abteilung Schmiede zuteil. Unter strenger Beachtung ertrug er die Prozedur der Taufregeln mit der nötigen Würde und honorierte sie mit dem nötigen Bier. Herrlich, herrlich, ja. Ja, das ist ein Studium gewesen für Metallgestaltung. Und das ist heute, Fachhochschulen sind das und damals waren es die Werkkunstschulen. Wie lange hast du es gemacht? 3 Jahre. Und hast du dann auch in Aachen gewohnt oder war das dann? Da habe ich 3 Jahre. Ich bin ja bin immer zur Schule gegangen, ja. Und das war dann auch viel Freihandzeichnen und war aber auch eine Werkstatt dran, sodass man das auch machen konnte. Eine sehr gute, schöne Werkstatt. Und wir waren so ungefähr 10 Leute, glaube ich. Und natürlich war ich zu der Zeit auch der einzige wirkliche Schmied. Dann haben die auch so Märchen erzählt. Dann, bevor ich kam überhaupt, wurde dann gesagt, da kommt eine ganz dicke an, die hier studieren will und hat mich ganz hässlich gemacht und was weiß ich. Und die ganze Schule wusste Bescheid, dass ich also da nun ankomme. Und ich war ganz, ganz schlank. Also, dann kamen sie alle und beguckten mich da und was weiß ich. Ja, und was war? Gleich am ersten Tag, am zweiten Tag oder was auch immer, habe ich mir beim Bohren so in den Finger gehauen mit so einem Bohrspan, dass man mich gleich zum Arzt schickte. Und da ich dem Doktor gesagt habe, Herr Doktor, ist aber nicht so schlimm, da hat er mich da verarztet bis zum Gehen nicht mehr mit Schlinge und alles. Und da bin ich so mit weißer Schlinge und so wieder in die Schule gekommen. Nur weil ich hier so einen kleinen Riss hatte und ich gesagt habe, Herr Doktor, ist nicht so schlimm. Ja, das werde ich auch nie vergessen. Und da war ich ja schon gleich, ja, dann ging das wieder los. Einen Tag in der Werkstatt, ne, und dann schon gleich verletzt. Kann man sich vorstellen, wie peinlich das war. Nee, war eine schöne Zeit. Und dann bin ich wieder nach Hause und habe ja meinen Meister hier gemacht. Dann bin ich also, mein Vater brauchte mich zu Hause, als ich da fertig war. Und habe ich tagsüber gearbeitet und abends bin ich hier in Oldenburg zur Meisterschule gegangen. Das war, wann habe ich den denn gemacht? 68. Weißt du noch, in welchen Zeitungen das alles drin stand? Ach, egal. Von der Bild angefangen bis an Amerika hin habe ich auch einige, Kanada habe ich, also und Deutschland ja, in allen. Zeitung.
Ja, eigentlich ist das wie vor 50 Jahren genauso. Und mein Urgroßvater hat das ja mit einigen Freunden aufgebaut hier. Ach ja, es ist ein schon ganz eigenartiges Gefühl, wenn man hier reinkommt nach über 50 Jahren und klar, möchte man so loslegen. Irgendwo ist diese, na, irgendwo ist sie auch gemütlich, diese Schmiede. Die ist nicht so sehr groß und ist schon, hat schon Atmosphäre. Ja, wir hatten ja eine Werkstatt dann im Ort inzwischen an. Und klar, wenn man jetzt größere Sachen machte oder so, dann sind wir auch dahin gefahren, also so rum, und haben die denn da gemacht. Ne? Da haben wir die modernen Maschinen gehabt, so, und dann bin ich irgendwo dann wieder mit Material oder mit gefrästen Sachen oder wie auch immer wieder hier zurück und habe das hier fertig gemacht. Also, oder es war so, dass die Männer immer gedacht haben, naja, ist ja sowieso keine Konkurrenz, sowieso. Und insofern haben sie mich immer nett behandelt. Also, sie haben dann gesagt, wird Lehrerin oder wird heiratet sowieso. Hätte keiner gedacht. Ich glaube, ich bin diejenige, die am längsten arbeitet. Ich kenne niemanden eigentlich von den Kollegen, mit denen ich zum Beispiel studiert habe, so, die also noch in meinem Alter arbeiten. Wir sind da unheimlich viel veröffentlicht worden mit den Arbeiten und ich habe jetzt vor kurzem noch gerade ganz viel einfach weggeschmissen. Ich habe das, hätte man auch nicht machen müssen, aber ich hatte auch keinen Platz, das aufzubewahren. Da waren meterweise diese Zeitschriften. Und die Fanpost kam natürlich auch, nachdem ich die Lehre gemacht hatte und eben als erste Schmiedin bestanden hatte in Deutschland. Da habe ich auch stapelweise gekriegt. Die muss ich auch noch irgendwo haben. Naja, was stand drin? Also erstmal, dass sie das toll fanden. Und naja, ein paar Heiratsanträge waren auch dabei. Naja. Ja, nebenan war eine Töpferin. Die war im ganzen Sommer da. Wir waren ja hier auch im Winter. Aber die war nur im Sommer da. Und auf der rechten Seite war eine Großfamilie mit ganz, ganz vielen Kindern. Und da musste ich auch mal rüber und Wasser holen. Wasser hier für den Löschtrog. Und ich bin übrigens auch in dieser Straße geboren. Wo ja. Genau? Ja, hier ein paar Häuser weiter. Ja, hinter unserem Grundstück war Wald. Ja, alles. Und dann kamen wir total verdreckt abends wieder. Morgens haben sie die Türen alle aufgemacht, Kinder alle auf der Straße und abends kamen wir wieder. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht ganz groß erinnern. So, wir waren nie drin, wir waren immer draußen nur. Gut, ich habe auch Puppen gehabt. Wir haben uns alle getroffen, waren eine Riesengemeinschaft. Und dann Jungs wie Mädchen und dann immer Räuber und Gendarm, das weiß ich wohl. Wir hatten ja auch gar nicht viel zum Spielen, das ist ja nicht so wie heute. Wir hatten Bauklötze und fertig. Wie ist ein Heuerhaus, der drüben das Bauernhaus ist? Ja, man kann also so den Unterschied sehen zwischen Reichtum und Mittelschicht. Wo war Reichtum hier? Nein, hier nicht. Nee. Nein, das, wo denn? Die Heuerleute waren arme Leute. Das ist ein Heuerhaus, ach ein so, Doppelheuerhaus. Ach so, ein Haus für zwei Familien. Mhm. Ja, und dieses Haus ist also in der Mitte geteilt. Es ist Rücken an Rücken gebaut, nach vorne wie nach innen. Die gleiche Aufteilung. Ja. Ja, für zwei Familien. Und zwei Heuerleute. Also somit wurden zwei Familien angeheuert. Mhm. Daher Heuerhaus. Mhm. Ja? Ja. Und wo der Bauer eben wusste, dass die Männer gut für ihn arbeiten können. Ja. Ne? Ja. Aber finde ich schon ganz, für damalige Zeiten, finde ich das schon doch, nicht sehr klein. Das finde ich schon sehr gut. Schon die Mittelklasse. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Ja, der hatte schon
eine garantierte Unterkunft. Ja. Während die Tagelöhne noch immer schwerer dran waren, schlechter dran waren. Denn das ist schon ganz großzügig. Ja, ja, ja. Das ist wirklich so. Mhm. Und da hinten sind die alten Hopfenleuchter noch. Ja. Ja, die haben wir natürlich auch. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ja. Dieser Raum wird von hier außen beheizt. Unten, hier kommt das nötige Holz rein. Hier unten, hier ist der Rauchabzug, man sieht die Spuren ja auch. Ja. Und dieses Blech hier oben drüber dient wiederum genauso wie beim Feuerschlitten, nur den Funkenflug zu unterbrechen. Mhm. Weil hier oben gleich Heu und Stroh lagerte. Das wäre sonst zu gefährlich gewesen. Ne? Und somit hatte man einen rauchfreien Raum. Das war die gute Stube des Heuermannes und die Schlafstube. Mhm. Die längere Bettstelle war für die Kinder. Nicht? Bis zu 4 Kinder konnten hier in einem Bett schlafen. 2 nach links, 2 nach rechts, Beine zur Mitte. Ja? Während die Eltern im Bett gesessen haben, die haben nicht so ausgestreckt geschlafen, wie wir es heute machen, weil man sich gesagt hat, nur tote Menschen schlafen ausgestreckt. Also tot wollte man nicht sein, haben die Eltern sich im Bett hingesetzt, dicke Kissen im Rücken und im Sitzen geschlafen. Und deswegen ist auch die Bettstelle immer kürzer. Das wusste ich nicht. Ja. Und dann haben wir dieses Brett hier oben, das ist die hohe Kante. Mhm. Man legt alles Wichtige auf die hohe Kante, denn wenn es mal brennen sollte, das Wichtigste, schnell greifen zu können, um damit rauszukommen. Ja. Denn wenn so ein Haus mal brennt, dann musste man echt schnell sein, rauszukommen. Das ist auch schlau. Weil eben alles brennt. Auch das Mauerwerk ist ja von innen mit einem Geflecht aus Weiden bestückt. Also brennt auch das Mauerwerk. Das brennt alles. Ja. Deswegen brennen solche Häuser meistens auch bis auf die Grundmauer nieder. Ne? Ja. Denn wenn abends der Mann mal ein Bier trinken gegangen ist, das gab es früher auch schon, ja, dann kommt er ja meistens etwas später wieder nach Hause. Und da war die Frau schon im Bett, die Gardine war zu, ja, da kriegt der Mann erst eine Gardinenpredigt. Musst du immer so viel saufen, musst du immer so spät nach Hause kommen. Die Predigt ist bis heute geblieben, nur die Gardine fehlt. Ja, da haben sie recht. Ja. So, und hier hast du jetzt immer Wasser geholt? Ja. Und einen Schnack gehalten. Sie kennt Frau Sandstede, ne? Mhm. Woher? Ja, als Zwischenahner hier. Sein Vater in der Schmiede war. So ist es. Mhm. Mhm. Und einmal waren Sie hier mit dem Hund? Ja, ich bin halt bei ein einziges Mal. Und da haben wir noch so viel über alle möglichen hergezogen. Genau. Und ich habe das immer bewundert, dass die hier mit so vielen Leuten wohnen konnten. Ja. Ja. Das ist die Aufregung, trinken Schnaps. Muss man sie vielleicht mal fragen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kinder die hatten. Ich kann mich an 6, 7 dran erinnern. Und dann das Ehepaar, also mit 8 Leuten hier. 6 Kinder hatten die, die haben bis 58 6 Kinder, hier also 8, genau. Eine besucht, die war jetzt letzte Woche noch hier, die wohnt hier inzwischen an. Aha. Die kommt mich immer so, die hat mir erzählt, dass ihre Mama da in den Luken Brot gebacken hat. Hatten Sie erzählt, dass Sie das Wasser da zum Löschen da raus aus dem Boden geholt haben? Ja, hier habe ich das, ja, ach, das habe ich, wo habe ich das rausgeholt? Aus dem Brunnen. Da ist der da Brunnen. Da fehlt nur das, der Schwengel, genau, oder was das da heißt. Genau. Ja. Ja, das ist er. Sah der da auch schon so aus? Nee, da war ja noch was dran. Das, ich musste das ja, ich meine, ich bin ja nicht runtergesprungen, da um Wasser zu holen. Also das war schon richtig so mit so einem so runterlassen am Tau, im Eimer und dann hochziehen. Müssten wir eigentlich wieder machen hier. Also da fehlt ein Stück. Das, wenn man sich das überlegt, die hatten ja hier denn mit 8 Personen auch kein Wasser. Mussten das ja auch rausholen hier. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute drehen wir den Wasserhahn auf. Ganz einfach, das Wasser kommt aus der Wand.
hat meine Mutter jetzt noch erzählt. Die haben ein Mädchen gehabt früher. Die hat gekündigt, weil meine Großeltern dann Wasser hatten im Haus, in der Stadt. Kam aus Oldenburg. Und dann hat sie ganz fürchterlich hat gesagt, nee, das wäre ihr nicht geheuer. Da kommt die Elektrizität aus der Wand und das Wasser kommt aus der Wand. Also zu solchen Leuten möchte sie nicht. Ja, wir können uns das heute nicht mehr vorstellen, wenn wir da so einmalweise unser Wasser holen sollten. Ja, ich bin gleich nach meinem Studium, konnte ich dieses pachten. Das war auch Zufall. Wir haben hier auf Norderney sehr, sehr viel gearbeitet. Das Häuschen stand leer und dann habe ich das ganz frech gepachtet und war 35 Jahre da. Was hast du da gemacht? Ich habe meine Eisensachen Bad Zwischen angemacht und bin dann mit Kunsthandwerk auch und Schmuck und alles Glasbläserei und alles Mögliche und mit meinen Eisensachen hier rübergegangen. Und während meiner Lehre auch hat mein Vater hier sehr viel gemacht. Er hat ganze Cafés bestückt mit Gartenmöbeln und wir haben Kamine hier gebaut. Und darum bin ich auch nach Norderney so irgendwo reingerutscht. Oh. Irgendwie haben wir abends mal zusammengesessen, auch mit dem Kurdirektor, der das ja immer begutachten musste. Und dann habe ich gefragt, wie ist das eigentlich, das Häuschen, das steht ja leer. Hab mir aber nichts bei gedacht. Und dann hat er mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, kannst haben. Ein Vogel ist verkehrt rum, aber sonst hängt es noch. Der ist ja schon 50 Jahre alt. Meine Sachen gehen ja nicht kaputt, ne? Wenn man das vernünftig schmiedet, dann bleibt es ewig und immer. Aber der eine Vogel, der ist verkehrt rum. Der muss noch einmal gedreht werden. Es war damals noch ganz, ganz eng alles. Da war ein Bett drin und ein Kleiderschrank von 50 cm. Und Kaffee konnte man noch nicht kochen. Und, aber die Norderneier, das war eine Zeit, dass die auch noch in den Badewannen lebt, geschlafen haben, wenn die Saison anfing. Und so im September war die Saison zu Ende und dann wurde auch alles zugenagelt hier. Ah, das war damals meine Sturm- und Drangzeit, da war ich 25. Und da gibt es viele Erinnerungen. Ja, ja, da haben wir auch tüchtig gefeiert immer. Und
da man ja immer braun gebrannt war, fiel das ja auch gar nicht auf. Man sah nie müde aus. Ne? Und da gibt es viele, ganz viele Erinnerungen. Und das war diese Freiheit. Das war das Schönste. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. War toll. Hab nicht auf die Uhr gucken müssen groß. Waren immer alles nette Leute. Die Touristen, die Urlaub machen, die sind ja nett. Im Urlaub ist man nun auch netter als vielleicht als zu Hause, wenn man arbeiten muss. Ich habe zum Beispiel sonntags bin ich von morgens bis abends spazieren gegangen. Also immer jeden Sonntag bis ans andere Ende der Insel. Bis man bald rum sehen konnte, beziehungsweise rüberspucken konnte. Ich habe meine engste Freundin ist ja, die habe ich auf Norderney kennengelernt. Mhm. Vor ein paar Jahren war das, vor zwei Jahren oder so, war das so, da habe ich gesagt, was, du hast das Ende der Insel noch nicht gesehen? Also das gibt's ja gar nicht, da fährt man 40 Jahre nach Norderney oder 45 Jahre und du weißt nicht, wie das da hinten aussieht. Das musst du doch machen. Da bin ich früher dann immer mit dem Bus so lange, bis es nicht mehr ging und dann den Rest gewandert. Früher, in jungen Jahren. So, jetzt habe ich gesagt, was, du hast es noch nicht gesehen. Also das musst du sehen, das geht ja gar nicht anders. Da laufen wir hin. So, und dann war ich am anderen Ende der Insel. Große Klappe gehabt da, ne? Und dann war ich da und habe gesagt, ich gehe nicht wieder zurück. Ich gehe nicht wieder zurück. Der ganze Hubschrauber war ja auch, du konntest ja auch keinen Bus, kein nichts, kannst einen Hubschrauber jetzt bestellen. Ich gehe nicht wieder zurück. Und so war mir auch. Habe ich gedacht, was ist das denn? Ja, da war ich dann schon 40 Jahre älter geworden. Irgendwie. Aber das Gefühl, das weiß ich noch, keinen Schritt. Wir hatten einen Hund mit, der konnte auch nicht mehr. Den hat sie dann auf den Arm genommen, weil der nicht mehr konnte. Kam auch noch ein Sandsturm und dann war ich ganz fertig. Und das war das letzte Mal, dass ich da hingegangen bin. Also das mache ich nie wieder. Aber so Strandspazieren magst du immer noch? Oh, gerne. Und am liebsten ganz alleine. Und dann begucke ich mir die Muscheln und die Hölzer, die dann angeschwemmt werden. Und früher war das so, als ich den Laden noch hatte, da habe ich ganze Bäume hinter mir hergeschleppt. Da war das so, oben auf einer Promenade sind sie dann in Pelzen gegangen, 60er Jahren. Und schön essen, in schick angezogen. Und ich war dann aufgekrempelte Hosen und dann habe ich da die ganzen Sachen hinter mir hergezurrt. Und am nächsten Tag habe ich damit dekoriert und dann wollten sie das immer haben, was ich da dekoriert habe. Da habe ich immer gesagt, selbst suchen. Das ist mein Laden in Braunlage. Ich habe ja auf Norderney und in Braunlage einen Laden gehabt, wo ich meine Sachen verkaufte. Und da ist eine kleine Weltkugel drauf, die wir mal ganz, ganz groß gemacht haben. Riesengroß, die heute auch noch irgendwo steht. Und da muss ich mich erkundigen, wo das war. Da ist er nochmal, ja. Wie lange hast du es in Braunlage gemacht? Ich glaube, 5 Jahre. 5 Jahre. Und dann habe ich zugemacht, weil ich geheiratet habe. Dann wurde mir das zu viel. Norderney habe ich noch behalten und Braunlage dann zugemacht. Das waren meine Flitterwochen. Den Laden schließen. Ja. Ich war ganz herrlich. Aber ich hab hier ja jemanden drin gehabt, in Norderney und Braunlage auch. Aber ich war nur unterwegs. Und das war ganz toll im Winter da in Braunlage, da bin ich dann zum Skilaufen gewesen und im Sommer bin ich baden gegangen. Und war schön, war eine schöne Zeit. Aber ich sehe auch gerade, es ist auch immer praktisch die Inneneinrichtung immer die gleiche. Das sind ja selbstgemachte Sachen hier, die Borden und die Vitrinen und so, ne, habe ich ja jetzt auch noch. So,
Und in Norderney war das auch so. Bis dann der Brand kam in Norderney und dann war das so, dass alles geschmolzen war. Und ich, also, das hätte ich eigentlich auch bewahren müssen da. Und das Glas ging über meine Sachen rüber und dann ging das immer weiter. Das waren richtige Kunstwerke nachher, ja. Hätte ich so als Kunstobjekte wahrscheinlich verkaufen können. Das ist schon interessant, ja. Ja, und das ist Stadtfest 1984. Ja, und meine kleine Tochter hier, der zeige ich da gerade, wie man Zinn gießt. Das ist meine Freundin, die uns geholfen hat aus Köln. Und das ist eine Verkäuferin, die bei mir im Laden war. Und da auch nochmal, da haben wir eine zu mehreren. Das ist auch eine Mitarbeiterin noch. Ja, und bei dem, jetzt zeige ich meiner Tochter das gerade, da kann ich mich gut dran erinnern. Und hat so weiße Söckchen an hier und bloße Beinchen. Und da soll man ja natürlich auch nichts hingießen. Mama hat lange Hosen hier an. Und bei der ganzen Schose, auf einmal flog ihr da so richtig so ein glühender Zinnbrocken auf dem Fuß, das weiß ich genau. Und dann war Holland in Not. Da habe ich nicht aufgepasst. Ja, auch bloße Arme und alles, das geht gar nicht. Und da weiß ich wohl, Punkt 6 Uhr, das weiß ich noch genau. Da haben wir also Körbe und da war ist der ganze Kleinkram drin, den wir da gegossen haben. Und Punkt 6 Uhr, wenn du da noch bist, dann ist der Teufel los. Dann kriegst du deine Sachen nicht mehr weg. Das ist, als wenn auf einmal die Stadt voll ist. Vorher war es alles noch gemütlich und jeder guckt so ein bisschen und so. Und Punkt 6 abends, und das ist immer noch wie heute so geblieben. Dann kann ich nur noch den nach hinten machen, irgendwo, und den nach hinten machen, irgendwie sowas. Kriege ich ja vielleicht auch kalt hin. Das ist natürlich jetzt, weil ich es im Wasser geschmissen habe, ne? Steine hart. Also wenn du den ganz, du drehst um und machst gleich diesen kleinen Knick, dann ist das, sieht das schöner aus. Und da brauchst du auch gar nicht so viel zu hauen, du brauchst bloß den Knick. Aber wie gesagt, um die Hälfte. Mhm. So, und dann bist du fast wieder, du musst immer sehen, dass du hier von der Seite ran machst. So, und jetzt siehst du es nicht, jetzt musst du es ab und zu rausnehmen dann. So. Und eigentlich das aus, Feuer aus. Ja.
Ja, klar. So, stopp, 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 sonst überdrehst du es. Mhm. Jetzt kannst du oben noch mal einmal reinhauen, weil du da Luft hast. So, stopp, gar nicht so viel. So, und jetzt machst du gleich hier so ein bisschen, nur einen Schlag. Schmieden, das habe ich vorher auch noch nicht gemacht. Ich kenne das nur über meinen Vater, das hat er früher zu Hause teilweise gemacht und sind ganz tolle Sachen bei rausgekommen. Zum Beispiel eine Garderobe hat er mal gebaut oder halt mehrere Kerzenständer oder zum Beispiel auch mal ein Geländer für die Treppe. Und vielleicht kommt da so her so ein bisschen die Neugierde, dass man sich damit beschäftigt. So, was machst du? Du machst nochmal das Ganze, oder was? Immer das Gleiche nochmal. Du solltest den Knick reinbringen. Den Knick reinbringen. Ja, vorher. Hier. Ja, und was machst du da? Guck mal, jetzt hast du. Willst du da eine eckige machen? Guck mal, ja, die ist eckig. Guck mal, du haust und kannst mal sehen, wie du schon mit dem Hammer, sonst musst du einen 1-Kilo-Hammer nehmen, wie viel du da schon weggehauen hast. Mhm. Also den Anfang finde ich gut, der ist aber schon fast flach. Was? Ja, guck mal, da ist er auch flach. Du haust da so gegen, dass das alles flach ist. Kannst ja machen. Da musst du da auch noch mal flach und überall flach. Und das ist ja, musst du dich entscheiden jetzt. Ne? Also mach ich überall flach. Ich finde, dann mach ich überall flach. Also ich finde das eigentlich ganz schön. Denn du weißt, das ist jetzt ja eckig und jetzt machst du was Eckiges. Mhm. Gut, ja. Also so ist alles in Ordnung. Mal gucken, ich sehe noch nicht viel. Sie ist nett, aber streng. Und ohne Strenge, wenn zu viel Freundlichkeit ist und keine Strenge, dann kann man nicht gut arbeiten. Also dann fuscht man zu viel, habe ich die Erfahrung mitgemacht. Hast du so ein Beispiel für die Strenge? Ja, wenn sie zum Beispiel so, man zeigt ihr was und dann sagt sie nur, aha, oder mhm. Und dann geht sie weg. Das ist dann so eine versteckte Strenge, finde ich. Man weiß, man hat irgendwas falsch gemacht, aber sie sagt dann immer nur, mhm. So im Sinne von, gefällt dir das so, dann ist das ja in Ordnung. Edda ist sehr streng, finde ich jedenfalls. Ne? Aber das tut ihrer Persönlichkeit keinen Abbruch. Ja, jetzt müsst ihr eben eure Holzkohle da rein. Machen wir das so. Du kannst das auch direkt auf dem Feuer. Wir machen das ein bisschen mit Holzkohle fertig. Bisschen? Wie viel denn? Ja, mach mal, schmeiß mal. Mhm. Wer grillt denn zu Hause? Ich. Ja, dann bist du denn der Griller. Dann davor. Der Maxe. Ja, wenn es zäh ist, hat er nämlich die Schuld. Das ist nicht wenn es nicht gut ist, dann ist das Fleisch ist nie, ja. Ist schuld. Mehr? Ja, ja, du grillst da zu Hause auch mit mir. Ja, das. Ja, doch, ruhig schon ein bisschen mehr. So, stopp. Jetzt. So, und dann kommt dieses, das kommt dann so drauf hier. Und dann kannst du das je nach Höhe. Ne? Je nach Höhe dann auflegen. So wird das wahrscheinlich sein, ne? Ja. So. Erst das Stück oder dann die Würstchen oder umgekehrt. Die Würstchen gehen dann schnell. Ich weiß nicht, was unsere Holzkohle macht. Ist sie schon weg? Das sieht so aus, ja. Ja, dann muss einer drauf gucken. Hast du irgendwie eine Zange oder sowas? Oder? Die habe ich vergessen, aber ich habe eine hier. Die habe ich vergessen. Oh, auch mal eine Schraube gearbeitet. Irgendwo bin ich. So. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Stichgewürz oder Pfeffersalz? Ganz normal. Kann man ja hinterher selber. So. Ja. Kann man. Hä? Ja. Wo können wir mehr von Gabel? Ja. Wenn wir nur Schmiede sind.
Salz aus. Ist das aus Portugal? Ja. Auch da hast du das hergeholt, das ist alles Messing. Nein, das habe ich da gerade hingestellt. Hier, das ist eine. Das habe ich von oben geholt. Ja, das ist auch Messing. Das hier, wir hatten eben gesagt, hier von wegen, guck mal. Naja, gut, jetzt sieht man es aber, dass das Messing ist. Ja, aber es ist nee, auf aber oben, oben auf dem Boden und wenn du Kupfer hast, ist es noch dunkler. Und ich habe nachher gedacht, meine neue Esse, ja. Die fängt an zu schmelzen. Hast mich ganz verrückt gemacht damit. Eine Messingstange, ja. Und Messing kann man nicht schmieden, das verbrennt im Feuer. Darum wurde die Stange immer kürzer. Das haben wir gar nicht. Dann gibt es schöne blaue, wunderschöne blaue und gelbe Färbung im Eisen. Und wir haben im Moment, habe ich auch nicht geschaltet, habe ich gar nicht, ich habe immer gesagt, irgendwas ist im Feuer drin. Er hatte eine lange Stange und die schmolz eben dann so weg und dann waren diese wunderschönen Farben da. Und, ne, gefährlich ist das nicht, es ist nur teuer. Das stimmt. Also wenn du jemanden nicht leiden machst oder so, machst du das mal kurz, ne? Und dann weiß der nicht mehr, ob er Männchen oder Weibchen ist. Ja, da müssen wir jetzt alle dran dann. Feuer schweißen. Das ist wieder eine Technik, die muss jeder. Ja, da, so einfach ist das ja nicht, da muss jeder gucken. Ich kann jetzt nicht für jeden einzelnen Feuer schweißen hier. Ihr müsst ja reingucken ins Feuer, das dauert auch. Ha? Weil du erst, wenn du ins Feuer guckst, siehst du sowieso nichts. Das heißt, alles muss ins Feuer gucken. Dann muss man das ganz leise warm machen, dann kann ich das nur erklären, so und jetzt rausnehmen oder so. Klar können wir anheften, würde ich auch machen. Früher haben sie mit Stahlband das umtüdelt, das mache ich auch nicht mehr. Wir können nachher, wenn wir Zeit haben, können wir das gerne nochmal machen. Aber irgendwas muss doch fertig. Kannst du nicht so nach Hause zu deiner Frau. Kriegst du Haue. Mit dem Ding. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, das ist gut so. Ja. Ich denke auch, das passt prima. Okay. Die verändern sich ja doch die Finger wieder. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch, die Breite, die setzt sich auch fest hier. Und darf auch nicht zu eng. Nee. Mhm. Also er hat noch Spiel da. Ja, schön. Freut mich. Schön. Das ist doch gut. Mit Liebe gemacht. Das ist prima. In Ordnung. Hat ja auch einen schönen Anlass. Gut. Ja, dann. Das hier fällt ein. Gut. Dann nochmal schönen Dank. Schöne Feiertage. Ich bedanke mich auch. Und wünsche Ihnen auch alles Gute. Danke, schön gemacht. Schöne Feiertage. Und noch ein gutes Geschäft heute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Nicht mehr fassen. Ja.
auch dazu. Augenblick mal, so rum geht das ja auch. So rum, das ist vorne. Also ich habe jetzt die 13. Bitte? Das, was Sie ausgemessen haben, die, auf die Breite habe ich es jetzt gebracht. Ich hatte das vorher irgendwie 3 mm schmaler gemacht. Und jetzt ist aber das Problem, dass du das nicht richtig fassen kannst. Da kommt es zu und da hast du, du kannst hier nicht mehr fassen. Ja. Lass das ist. Das haben wir dran halten mit der Spiegelung. Ist das sowas hier? Ja, ne? Und dann kannst du auch mal einigermaßen greifen. Und da muss er fest und unten muss er fest. Okay. Vielleicht kann man ihn da sogar noch ein bisschen drehen, ne? Da so ein ganz klein bisschen Knick machen, dass er so ein bisschen so ist noch. Ja, so wird es genug. Sie haben eine Tochter und einen Sohn, ne? Zwei Söhne. Zwei Söhne. Aha. Das ist die Jüngste. Das ist die Benjamin. Ja. Der Mann hat viele Kunstsachen am Wand, gibt viele große Fläche. So, da gibt Platz. Ja. Ja? Ja. Da gibt Platz für ein schönes Große. Ja. Wir können oben gleich noch mal gucken, das ist so eine da habe ich einfach nur Stäbe aneinander, so, eine, so als Flächenaufteilung. Die ist so breit, ich glaube, die ist noch da. Und sonst muss man wirklich auch mal was entwerfen dafür. Okay. Müsste einfach mal gucken. Also kann man bekämpfen, was ihr habt, eine Idee. Ja. Ja, das müsste ich doch mal noch oben. Hier von Sandra Massa machen. Ja. Das ist ja. Ik zet je in de werkplaats heeft nog twee dingen, Linda. Maar dan op gitaar, hè? Ja. Wenn wir das jetzt dahinter machen, also das muss ja hier gleich. So hoch finden. So ein bisschen. Jetzt muss Nina mal eben kommen, gleich nämlich hier rum, weil sie muss es noch mal gucken. Weil Paul sagt nämlich, er muss das gerade machen. Das Winkel. Aber das hatten wir nicht. Wir hatten das so ein bisschen. Ja. Also nicht ganz gerade. Ja, okay. Das gleiche Abstände hier in die Fläche. Nee, es muss nicht gleich sein, ne? Muss gar nicht. Okay. So, jetzt haben wir natürlich auch noch wieder gesagt, wenn der da so festklebt, weil er ja so dran sein muss, ob man da nicht irgendwas machen kann. Dass er wieder sich spiegelt. Ja. Ja, aber das kann er ja nur, wenn er so ein ganz kleines. Ne, das wird dann von dieser Seite sich spiegeln. Nicht von dir, sonst von dieser Seite. Also, es wäre ja sowas Ähnliches. Genau, so. Ne, Augenblick. Ich muss den Kopf bedeckt haben. Ja. Habe ich auch. So wie das auch. So, und so ist es fest. Von dieser Seite spiegelt sich das. Ja, hier sieht man auch eine Spiegelung. Sieht man auch noch, ne? Ja. Okay. Was meinen Sie? Muss der breit haben? Muss der schmaler oder wie auch immer? Oder ist er, könnte er so gut sein? Könnte so gut sein. Und dann können wir mit diesem Ring, da kann auch ein kleiner Brilli reingehen. Das will sie nicht. Sie will sie nicht. Und. Aber wie gesagt, wir können alles mögliche damit machen. Okay, wie teuer ist der denn? Der kostet 150. Ja, dann machen wir das geschafft. Gut, ist geschmiedet, ne? Ist gegossen. Wunderbar. Und dann können wir, entweder sie lässt es so oder ich mache dann einen. Genau, so machen wir es. Gut. Dann, ja, das ist Stahl.
Ich habe auch Leute gehabt, die jedes Jahr wieder kamen, wo ich irgendwann mal übrigens gesagt habe, wissen Sie was, Ihre Frau hat mehr Schmuck als ich hier im Kasten. Und Sie müssen sich mal was anderes einfallen lassen. Sie wissen aber nicht, für wie viele Frauen das waren noch. Nee, das wusste ich nicht. Das ist tatsächlich so. Und denn nur Männer, und die sind ja so fix. Die Frauen, die gehen ja noch mal raus und wir überlegen uns das noch mal. Wir müssen unseren Mann fragen und so alles. Und die wissen eigentlich genau, was sie wollen. Und es ist ganz interessant. Und die suchen sich auch schöne Sachen aus. Und dann wird gepackt und dann der Nächste. Und die sind, kommen, wenn du schön packst, dann sind die alle glücklich, ne? Richtig glücklich. Und kommen jedes Jahr wieder. Jedes Jahr. Das ist schon... Und jetzt kommen sie, komischerweise, so seit 2 Jahren kommen die also tatsächlich einen Tag eher. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber... Heiligabend ist dann ziemlich ruhig bei mir gewesen, aber so einen Tag vorher, dann sind sie alle wieder da. Ja, ja. Und es ist ja so, wenn man einmal ankommt damit, und dann kommen die immer wieder. Ich habe da Leute, die seitdem ich hier bin, also immer jeden. Wenn die Frau zufrieden ist, warum soll man das dann wechseln? Ja, ja. Okay, vielen Dank. Ja. So, tschüss, schöne Weihnachten. Ja, bitte, dir auch. Meine Frau wird glücklich, ich bin glücklich. Tschüss. Danke. Tschüss, danke. Ich war auf dem Gymnasium, habe dann nach der 10. Klasse meinen Erweiterten dort gemacht und habe dann erstmal ein FSJ gemacht, dann habe ich gearbeitet und habe jetzt angefangen, mein Fachabitur zu machen. Und bin jetzt im ersten Jahr. Im ersten Jahr kann man halt einen praktischen Anteil machen und da habe ich halt hier nachgefragt und habe eine Stelle hier bekommen. Da das ja eine kleine, ein kleiner Laden hier ist, muss man ein bisschen gucken, wo halt gerade Aufgaben anliegen. Und von daher von Verkauf über selber Schmuck herstellen oder auch bei den Schmiedekursen mitmachen, kann man halt frei wählen. Es gibt ja einige Sachen, die ich sehr gerne mag. Das Interessante ist wirklich, dass ich einige Sachen sehr gerne mag, die Edda eher nicht so mag. Aber das kommt häufiger vor, dass sie so sagt, okay, das ist noch nicht ganz fertig. Da würde sie gerne noch ein bisschen länger dran arbeiten. So habe ich ein Stück, das mag ich unheimlich gerne, aber sie kann das eigentlich gar nicht so ausstehen. Das ist ein geschmiedete Person auf einem Holzstück. Edda mag gerne grob arbeiten, also wirklich im Ganzen eher das Ganze zu betrachten und dann vielleicht daraus was zu schaffen.
oder halt auch ja, Plastiken. Möchte sie gerne wieder mehr machen. Es kommen häufig mal Stimmen so, was, sie stehen am Amboss? Sie können auch gar nicht den Hammer richtig heben. Also vielleicht darüber hinwegzusehen und dann einfach auch die Ergebnisse zu sehen, ist bestimmt ein Vorbild für einige Mädchen, Frauen. Feministin ist ja immer in einem anderen Kontext noch gesetzt. Allerdings Vorreiterin in ihrem Beruf sicherlich. Also es gab danach erst sehr viele, die halt auch den Weg so eingeschlagen haben oder halt jetzt auch bekannt sind. Aber sie hat es ja ihretwegen gemacht, also weil sie interessiert dran war und dann immer ja, sich ein bisschen durchsetzen musste gegen die Männer, die halt so meinten, die Frau, die kriegt das sowieso nicht hin. Und ich kenne es einfach von meinem Umfeld gar nicht groß anders, dass es halt, also die Frauen, die haben sich nie irgendwie groß unterbuttern lassen. Ich fand es sehr interessant, hier reinzugucken und auch, ich würde mich echt freuen, nochmal ja, woanders vielleicht Einblick zu erfahren oder auch ja, einfach das noch weiter zu betrachten oder neue Arbeiten irgendwie, Arbeitsmethoden vielleicht kennenzulernen. Aber das wirklich als Beruf sehe ich halt, okay, es ist sehr kreativ, aber alles, was so kreativ ist, stirbt halt eher aus. Ob sie jemals aufhört. In Gedanken wird sie immer noch dabei sein. Man kann es nicht einfach so abbrechen. Sie wird möglicherweise den Laden hier nicht mehr direkt führen, aber wahrscheinlich wird sie dann auch nicht irgendwie irgendwo sitzen können und sagen, okay, ich lese jetzt meine Zeitung und das war's für heute. Also irgendwie irgendwas machen, das wird sie sicherlich noch lange. Ich habe versucht, also so meinen Lebenslauf so zu machen. Naja, ich habe also mich hier hingestellt vom Amboss und das war ja auch eigentlich so beruflich so das Wichtigste. Amboss, Hammer, Feuer, mehr brauche ich nicht. Hier vorne, das ist meine Kindheit, dann gibt es diesen Knick, meine Lehre. Dann gibt es dann wieder diese Entscheidung, hier die Gesellenzeit und dann bin ich ins Studium gegangen. Wenn man jetzt sich deine Kindheit anschaut, die ist ja relativ geradlinig. Ja, ja, so ungefähr. So ungefähr. Sie ist, eigentlich hätte ich den Bogen noch ein bisschen kürzer machen können, ja. Ich war 5 Jahre alt, als mein Vater aus Kriegsgefangenschaft kam. Und dann ging ich zur Schule und so, und da hat mein Vater mir ein Paddelboot gebaut in Stahl. Und die Schulzeit war so, die habe ich nicht so wichtig genommen, glaube ich. Ich war immer unterwegs mit diesem Paddelboot, 3/4 im Jahr, würde ich sagen, war ich auf dem Wasser. Habe ich immer zu Hause gesagt, ich mache jetzt Schulaufgaben, habe meinen Ranzen genommen, ab ins Boot, ab ins Schilf. Naja, und kann man sich ja vorstellen, ich war im Sommer immer knallebraun gebrannt, also da habe ich mich eher gesonnt als Schulaufgaben gemacht. Und irgendwo bin ich aber ganz gut da durchgekommen. Ich war immer ganz artig und mir hat keiner Schlechtes zugetraut, also insofern ging das also ganz gut. Ich war gut in Sport und habe auch so Sportunterricht für meine Sportlehrerin gemacht, eigentlich den ganzen. Und Dann wollte irgendwas mit Sport machen, aber ich hatte eine ganz, ganz feste Vorstellung, wo ich später gedacht habe, wie kann das denn angehen, dass ich da so eine feste Vorstellung hatte. Und zwar wollte ich Krankengymnastin für gelähmte Kinder werden.
Und ich glaube im Nachhinein, zu meiner Zeit war die Kinderlähmung ganz verbreitet. Und wir hatten auch in der Klasse ein Mädchen, die im Rollstuhl fuhr. Und ich glaube, das war's. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber jetzt ist, warum war das Berufsbild so klar? So, und dann, es war aber schon so, als ich zur Oberschule ging, mussten wir ja Geld bezahlen. Und mein Vater hat damals, damit ich überhaupt hingehen konnte, seine ganze Münzsammlung verkauft und eine Steinsammlung verkauft, damit ich zur Schule gehen konnte. Und ja, und das Studium, das war damals ein Studium, richtig Krankengymnastik, war in Münster und kostete einen Haufen Geld. Und meine Sportlehrerin hatte mich angemeldet und ich dann freudestrahlend nach Hause und habe gesagt, ha, ich bin, und meine Eltern wussten das gar nicht eigentlich. Und bin ich nach Hause gekommen, habe gesagt, so, ich bin da angenommen. Da hat mein Vater gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ich war nie in der Schmiede drin. Ist es nicht so, dass ich da aufgewachsen bin? Und da immer rumgeklütert habe als Kind, eigentlich gar nicht. Und mein Vater hat gesagt, ja, wie wäre das denn, wenn du Schmied wirst? Und ja, weiß ich auch nicht. Habe ich einfach ja gesagt. Es war nicht so, dass ich, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber es war so, diese eine Entscheidung war eben nicht. Und ich glaube, ich habe einfach ja gesagt, mache ich. Beziehungsweise, wir haben dann in der Schule noch Werken gehabt. Und da bin ich zum ersten Mal in eine Werkstatt gegangen und habe ein Bild entworfen und habe dieses Bild gemacht. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich ja gesagt, ich sage es mal so. Dann gab es einen gewaltigen Knick, weil ich mich selbstständig machen wollte. Und das ist dann diese Geschichte hier. Ja, ich bin gerade aus dem Studium raus und dann kam einer nach zwischenan, ich weiß gar nicht, ein Professor oder Direktor von der Fachhochschule oder wie auch immer, und bot mir also eine Professur an. Und da habe ich mich so erschrocken, habe ich gesagt, nee, sowas will ich ja überhaupt gar nicht. Und dann hat er gesagt, entscheiden Sie sich, ich komme morgen wieder. Und dann hatte ich eigentlich für mich ganz kurz entschieden, dass ich das nicht mache, weil ich richtig heiß darauf war zu arbeiten, richtig, also... Wir haben im Studium haben wir viel gezeichnet, natürlich auch. Wir hatten zwar eine tolle Werkstatt mit allem drum und dran, aber das war eben nur einmal eine Woche, wo wir da reinkamen. Und es war so, dass ich also richtig arbeiten wollte. Und ich hatte viele, viele Entwürfe gemacht auch und die wollte ich verwirklichen. Erstmal war es zu früh, mich danach zu fragen. Das war direkt nach dem Studium. Und zweitens denke ich auch mal, ich habe auch ein bisschen Angst davor gehabt und insofern habe ich mich so entschieden dann. Habe gleich danach, nach meinem Studium, ein Geschäft auf Norderney aufgemacht. Da habe ich diese Geschichte gemacht. Das Geschäft auf Norderney habe ich 35 Jahre gehabt. War meine schönste Zeit. Und anschließend sofort ein Geschäft in Braunlage. Das habe ich 5 Jahre gehabt. Hier habe ich geheiratet, dann habe ich das Geschäft in Braunlage geschlossen. In Norderney habe ich immer noch weiter behalten. Das ist dann hier meine Ehe und daraus dann habe ich die Ilka bekommen. Und die Ilka hat jetzt wieder eine Jalina bekommen. Das ist dieser Zippel. Genau an meinem Geburtstag, wo ich ganz was anderes vorhatte und so. Da habe ich dann den ganzen Tag gewartet und dann kam sie genau an meinem Geburtstag. Und das war schön. Und seitdem brauche ich ja nie mehr zu feiern. Ich denke, ich werde mal eingeladen. Hoffe.
Ja, so kann ich aber nicht mehr füttern. Jetzt habe ich eine Hand zu wenig, glaube ich. Nee. Ja, mal sehen. Wie soll ich das jetzt machen? Bist du kuschelig gerade? Bist du kuschelig? Opa? Opa? Habe ich auch gehört. Das ist die Großmama. Oma will sie nicht genannt werden, also Großmama. Aber das ist ein bisschen schwieriger als Oma, ist ja klar, ne? Also ja. Die Großmama wirst ein bisschen kommt länger. Kommt ja auch darauf an, wie man Oma sagt. Oma oder Oma oder... Wenn sie Oma sagt, das meine ich nicht. Sag ich das noch dreimal vor, dann sagst du es bestimmt schon danach. Aber Großmama, da muss sie ein bisschen länger drauf warten, glaube ich. Ja. Ja. Wenn sie erst Mama sagt, dann kann sie das Groß auch mal schnell davor machen. Aber es lang. Ich kann nur Edda sagen. Edda. Edda kann sie schon sagen. Muss ich sehen. Edda. Ich finde das Wort irgendwo Oma nicht. Fühlt sich das so alt an? Glaube ich. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Weiß ich nicht. Oder ich habe immer im Kopf Oma irgendwie. Kann auch sein. Oder hast du da ein bestimmtes Oma. Bild vor Augen? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Weiß ich auch nicht. Großmutter geht gut. Aber Großmutter ist ja, findest du gut? Ja, aber es ist ja natürlich vielleicht ein bisschen albern, wenn so ein Kind, so ein Kleinkind Großmutter sagt. Hier, guck mal, sie lacht schon. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber... Also da hätte ich nichts dagegen. Aber ist vielleicht auch komisch, dass ich sage. Aber nichts hat nichts mit dem Alter zu tun. Wieso? Ich erzähle ja jedem, wie alt ich bin. Also was soll's. Hm. Oi! Wo willst du denn hin? Nee. Aber als Mama Eka, hat als sich ja über die Schlagzeile geärgert, ne? Ja. Oma, wie war die denn überhaupt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Oma am Amboss. War das so? Ja, ganz dick. Ja. Ja. Ja, Oma noch fetter. Ja. Ja, da habe ich mich geärgert drüber. Aber mit Annegret, das war ja auch witzig, dass sie da angerufen hat und eine Freundin von mir. Wir haben telefoniert. Und da sagt sie auf einmal, herzlichen Glückwunsch. Und ich hatte das noch überhaupt niemandem erzählt, dass ich Großmutter werde. Und da sagt sie, herzlichen Glückwunsch. Ich sag, woher weißt du das denn? Und da sagt sie, ja, aus der Zeitung. Da sag ich, nee, der kann ja nicht angehen. Und da meinte sie aber jetzt, Oma am Amboss. So, und 14 Tage später kam Ilka ja an. Ich habe ja jedem gesagt, unverschämt, Oma am Amboss, ich bin ja noch nicht mal Oma. Und wie lange, wie kurz nee, da drauf? Du wusstest das gerade. Als die Schlagzeile kam, wusstest du es gerade. Nee, du kamst einen Tag oder zwei Tage später. Ja, kann auch sein. Kamst du und sagst, du wirst Oma. Ja. Und ich habe jedem erzählt, also eine Frechheit, Oma am Amboss, bin ja noch nicht mal Oma. Ja, das war schon der Knüller noch. Oh, musst du erst mal kauen. Womit denn? Womit denn? Mit vier Zähnchen. Sechs. Und sie hat sechs. Also, und die abgebrochenen, aber. Wie? Und die abgebrochenen? Nein. Also, die mit abgebrochenen. Ja. Gibt ja jetzt auch immer noch ein paar Tage, wo ich dich auch mal gebrauchen könnte. Zum Aufpassen.
wo ich keine Betreuung gerade habe irgendwie. Und da wäre das natürlich schön, wenn die Großmama betreuen würde und das geht ja dann nicht. Ja, ja, das ist schon so. Ja, ist so. Oh. Ist das so der Versuch, sie zum Aufhören zu bewegen? Ja, so ein bisschen. Es wäre ja schon schön, wenn sie ein bisschen mehr Zeit auch hätte jetzt für die Kleine. Und natürlich, ich kann die Unterstützung auch gebrauchen. Dann könnte ich natürlich auch wieder ein bisschen mehr arbeiten. Ne? Und ich glaube, es wäre für sie ja auch ganz schön, mal ein bisschen mehr Zeit mit der Enkelin zu verbringen. Ne, genau. Weil die werden natürlich sehr schnell groß, die Kinder. Und dann ist es vorbei. Dann hat man es verpasst. Ja, du, genau, du bist ein richtiges Mädchen. Das kriegst du noch nicht. Das dauert noch ein paar Jährchen. Tja, Edda, und? Na, mal sehen. Ja, andere sind in deinem Alter, jedenfalls haben sie schon länger aufgehört, ne? Das ist richtig. Und genießen ihre Rente. Ja, das ist richtig. Und was soll ich denn machen? Babysitten. Ja. Die Enkelin aufpassen. Und sagen wir nicht in Museen rein. Nee, aber du, das kannst, haben wir durch. Du kannst ja trotzdem noch ein bisschen weiterarbeiten, aber nicht mehr voll. Wie gesagt, ich könnte die Unterstützung auch gebrauchen. Das wäre natürlich gar nicht, das wäre sowieso ideal. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, halb zu arbeiten. Ehrlich nicht. Echt nicht? Nee. Das wäre es natürlich. Ja. Wie soll ich das denn machen? Das muss man jetzt erzählen. Das fände ich ideal für mich. Ja, mit dem großen Geschäft geht es natürlich so nicht mehr. Nee. Muss ich wieder ein neues aufmachen oder was? Nee, genau. Fangen wir mal von vorne an. Ja, ich bin natürlich als kleines Kind dann in ihrem Laden da auch so rumgekrabbelt. Das war auch nicht so optimal. Und dann habe ich nachher das Privileg gehabt, Kindermädchen zu haben. Was auch ganz gut war, aber trotzdem gab es natürlich auch Zeiten, wo das manchmal schwer war, wenn gerade Mom dann abends so lange gearbeitet hat und ich dann gewartet habe, dass sie auch nach Hause kam. Und ja, hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Naja, auf der anderen Seite hatten wir aber auch noch Glück, dass der Betrieb direkt an der Wohnung war. Ja, das stimmt. Also das haben andere dann auch nicht, dass sie ja jetzt zum ersten Mal. Das stimmt, also ich konnte dann schon auch, es war ja direkt auch immer gegenüber dann und ich konnte dann immer anrufen und dann kam sie auch zwischenzeitlich mal kurz rüber. Sie hat es ja auch immer angestellt, dass das auch ging. Ja, und das war eigentlich ganz gut. Das stimmt. Ja, ja, das ist, ich war alleinerziehend. Und das ist dann auch mit so einem Geschäft und Werkstatt und ich hatte eine Galerie. Ja, es war sehr viel damals. Das und Norderney war auch noch da. Ja, war auch noch. Ja. Das war schon, da sage ich heute, wie hast du das eigentlich gemacht? Ja. Und dann war es auch noch so Kindergartenplatz, das ist nicht so wie heute gewesen. Nee, es gab auch keine Ganztagskinderplätze oder Tagesplätze oder wenig. Ich bin rumgedüst, als ich 3 Jahre alt war und habe geguckt nach jedem Kinder, wo ist ein Platz und ganz Oldenburg hatte keinen Platz. Und da habe ich ja im letzten Kindergarten habe ich mich hingesetzt da, und habe einen Sitzstreik gemacht und habe gesagt, und ich möchte einen Platz haben, sonst kann ich nicht mit dem Geschäft anfangen. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe keinen. Und dann habe ich mich hingesetzt und mich richtig stundenlang hingesetzt. Und dann wollte der Mittag machen und dann hat er gesagt, das meinen Sie hier nicht im Ernst. Und dann habe ich gedacht, oh, was kann mir denn passieren? Der kann die Polizei jetzt anrufen und dann tragen sie mich raus, ja und? Und da bin ich sitzen geblieben. Ich sagte, das ist mein Ernst. Es geht nicht anders. Und dann nachmittags um 5 Uhr wollte er, also er hat keinen Mittag gekriegt und nachmittags um 5 Uhr wollte er nach Hause. Und dann rasselte er mit dem Schlüssel und so und ich saß da immer noch. Und dann sagt er, nein, nein, geht nicht. Ging raus, ich saß immer noch. Ich habe gedacht, wenn ich die ganze Nacht hier sitze, ich muss einen haben. Und dann kam er wieder rein und sagt, ging zum Schreibtisch und sagt, meine Güte, das habe ich ja noch nie erlebt. Hier haben Sie Ihren Kindergartenplatz. Ich sage, danke schön, tschüss. Oh, das ist Personalausweis, genau. Wie ist das? Guck mal, hier beguckt sie sich richtig. Naja, ist ja auch ein Bild drauf, ne? Ja. Von der Großmama.
Aber. Danke. Wie ist das? Ja. Da. Da. Oh. Aber hier. Schlüssel, ne? Und dann wieder reintun. Da wieder reintun. Genau. Außerdem möchte ich die ausräumen, glaube ich. Ja, ausräumen ist sie schon lange nicht. Und wollt ihr das manchmal, dass ihr jetzt während Ilkas Kindheit wenig Zeit füreinander hattet, oder? Ist das halt einfach so? Naja, also ich habe da schon zu viel gearbeitet. Aber Ilka, die 3 Jahre da, da habe ich ja Ilka ganz gehabt. Die ersten 3? Die ersten 3 Jahre. Da gab es ja kein Problem. Da ist Ilka auf dem Bauernhof aufgewachsen und ganz da war alles in Ordnung. Und dann, wie gesagt, dann war es ja so, dass, ja, dann hatte ich auch keine Zeit in Wirklichkeit. Das ist schon so. Ja, war schon schade. Ja. Ja. Ja, erstmal ist der Beruf, also für Mädchen. Dein Beruf jetzt, ne? Mein Beruf. Ist wahnsinnig anstrengend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, es gab ja auch schon eine Zeit, wo ich woanders gearbeitet habe, wo ich mich nicht gewaschen, nur einmal in der Woche gewaschen habe, sag ich jetzt mal. Weil da bin ich so nach Hause und bin so ins Bett gefallen und morgens wieder aufgestanden. Alles, was rausguckte, habe ich gewaschen und dann ab zur Arbeit wieder. Also ohne Freizeit, ohne was. Und dann hast du dich Montag auf Sonntag gefreut, damit du dich vielleicht mal richtig fliegen konntest. Also das musst du auch erst mal machen. Und dann ist es so, bei mir war es ja so, dass ich wusste, ich mache mich selbstständig. Wenn ich mir heute vorstelle, ich müsste bis 65, 63 oder wie auch immer für andere am Schmiedefeuer stehen, 8 Stunden, dann kann ich nur sagen, das würde ich nicht machen. Und bei mir dafür ist er zu anstrengend, der Beruf. Also du machst, ne, du hast immer Hitze vorne und hinten kalt und dann diese von 8 Stunden nur so und aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass du deinen Beruf immer geliebt hast. Hab ich, ja. Das ist die andere Seite. Immer noch bis heute, ja. Und darum kann ich auch nicht aufhören. So, und dieses hier habe ich noch Oldenburg aufgemacht mit einer Galerie, mit einer Werkstatt und mit einem Laden. Ich habe diesen Bogen hier reingemacht, weil das alles sehr, sehr schwierig war, hier anzufangen mit einem kleinen Kind, alleinerziehend dann. Und naja, hier ist auch nochmal so ein Knick drin und so. Also es geht, ist nie so ganz gerade ausgegangen. Aber ich bin hier sehr, sehr verwurzelt. Ich habe mich in Oldenburg von Anfang an wohlgefühlt. Und und irgendwo muss ich ja irgendwann mal aufhören. Und insofern würde ich hier gern Fragezeichen drauf machen. Ja. Aber du hast noch keine Pläne aufzuhören? Ganz feste nicht, aber irgendwo vom Alter her muss ich ja irgendwo mal gucken, ne? Ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, was ich dann mache. Also ich weiß ganz genau, ich male nicht, ich töpfe nicht, ich gehe auch nicht groß in Museen. Nein, das habe ich genug gemacht eigentlich. Ich weiß noch nicht, ganz was anderes. Vielleicht mal noch einen Surflehrgang oder was weiß ich. Keine Ahnung.